Welcome to Casa Leo. Das ist ein 5-Schlafzimmer-, 5-Badezimmer-, 2-Gästetoilette, modern, stylisches, ja, wie soll man sagen, Masterpiece, direkt in Nova Santa Ponsa. Und man sagt ja immer, Lage, Lage, Lage. Na klar, und das ist auch hier so. Wir sind hier in der hochbegehrten Nachbarschaft, nur 5 Minuten vom Port Adriano entfernt, weißen Sandstränden und den besten Restaurants überhaupt. Aber lass uns nicht lang reden, gehen wir doch rein. So, beim Betreten der Immobilie sieht man sofort das offene Wohnkonzept. Hier geht es zum Kellerbereich, hier haben wir das erste Gäste-WC und auch den Aufzug. Des Weiteren hier der offene Wohnbereich, immer mit Blick auf den Pool und den privaten Garten. Gehen wir doch direkt weiter in die Küche. Beim Betreten der Küche siehst du sofort diese fantastische Kochinsel. Du hast nicht nur Blick auf den Pool, den Garten, sondern auch auf die gesamte Familie im Haus. Und was ich besonders schön finde, einen Inside-Outside-Kitchen-Bereich. Das heißt, hier kannst du nahtlos übergehen im Sommer und auch noch draußen kochen. Und warum kommen wir alle nach Spanien? Natürlich wollen wir das schöne Wetter genießen. Und wo könnte man das besser als am eigenen Pool? Der Garten wurde von einem der besten Architekten Mallorcas designt und was mir hier besonders gut gefällt, wie das Haus aufgebaut ist. Denn auch der Innenbereich ist perfekt auf den Außenbereich abgestimmt. Und wenn man jetzt hier mal den Pool, den Essbereich und die Chill-Out-Area betrachtet, das Ganze umrandet von der absoluten Privatsphäre, kann man sagen, hier fühlt man sich wirklich zu Hause. Auf dem Weg in 1 von 5 Schlafzimmern, alle ausgestattet mit Top-Designern. Viel Platz, alles großzügig geschnitten. Wir haben sogar indirekte Beleuchtung und eingebaute Kleiderschränke. Also ist wirklich ausreichend Platz. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem Master und werden einen Stock höher gehen. Kommt mit! Weiter geht's. Wir haben hier einmal die Garage, Platz für 2 Autos. Zur Linken einmal ein weiteres Schlafzimmer. Wir haben ganze 2 Schlafzimmer in Suite auf dieser Ebene und eine Gästetoilette. Nach oben geht es über eine elegante Holztreppe mit integrierter Beleuchtung. Im ersten Stock angelangt sind wir in diesem wunderschönen Objekt mit Blick auf das Tramuntana-Gebirge im Hintergrund der Pool in der wunderschönen Lobby angelangt. Hier kannst du Movie Nights machen oder auch ein schönes Dinner, After-Dinner-Get-Together, würde ich sagen, mit der ganzen Familie. Auf jeden Fall kann man sich hier auch zurückziehen und seine Privatsphäre genießen. Jetzt befinden wir uns in der Master Suite. Was würden Sie sagen, wenn Sie direkt von Ihrer Master Suite auf die Dachterrasse gelangen würden? Tja, das ist hier möglich. Wir haben eine wunderschöne Terrasse und zudem den Zugang auf die Dachterrasse. Weiter geht's mit dem begehbaren Kleiderschrank. Sehr viel Platz. Man kann hier auch tatsächlich alles unterbringen. Ich würde sagen, hier ist ein wahr gewordener Frauentraum. So geht's mir zumindest. Also weiter geht's in das absolute luxuriöse Badezimmer.
Das ist das fünfte Schlafzimmer. Natürlich wieder Fußboden aus Holz, was das Ganze total bequem und eben gemütlich macht. Dann haben wir ein sehr großzügig geschnittenes fünftes Schlafzimmer. Hier wurde wirklich nichts gespart. Wir haben natürlich wieder integrierte Kleiderschränke und auch direkten Zugang zur Dachterrasse. Wir sind tatsächlich schon am Schluss angekommen dieser wunderschönen Immobilie. Und es gibt ja immer die eine oder andere Frage, gerade wenn man sich eine Immobilie erwerben möchte. Und wenn wir schon mal hier sind, nutzen wir doch direkt die Gelegenheit und beantworten noch ein paar Fragen, die wir sehr oft gestellt bekommen. Ich freue mich drauf. Sehr gute Frage. Ich habe mich ja damals in Mallorca verliebt wegen der vielseitigen Natur und du hast das Meer, du hast die Berge, aber natürlich unsere Kunden finden natürlich hier immer ihre passende Immobilie. Das heißt, wir haben zu allen Preissegmenten Immobilien, wir haben tolle Angebote und nicht nur eine schöne Villa direkt an der ersten Meereslinie, sondern eben auch eine schöne Finca, eine gemütliche Finca, Familienhäuschen oder eben auch das absolute Luxus-Objekt, da können wir wirklich sehr viel abdecken und natürlich erreichst du auch Mallorca sehr gut. Das heißt, wir haben sehr gute Flugverbindungen nach Deutschland. Du kannst sogar in den umliegenden Inseln mit der Fähre von A nach B kommen. Wir haben, ja, Mallorca ist sehr kosmopolitisch, würde ich sagen. Also wir sind wirklich sehr weltoffen. Wir haben sehr viele verschiedene Kulturen hier und trotzdem fühlt man sich irgendwie zu Hause. Ja, also ich finde es wirklich sehr schön hier. Und wobei unterstützt du deine Kunden? Warum ist es so wichtig, einen professionellen Makler an deiner Seite zu haben? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du sehr gut beraten bist hier, denn es gibt sehr viele Objekte. Es ist auch nicht ganz einfach, so eine große Investition zu machen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, einen vertrauensvollen Partner an seiner Seite zu haben, der wirklich auch das Objekt sehr gut kennt, der seinen Markt sehr gut kennt, der auch auf die Kunden eingehen kann und die Bedürfnisse wirklich erkennt und mit dem Kunden quasi die Reise angeht, bis er dann in der eigenen Immobilie ist. Zudem hat man natürlich sehr gute Kontakte, kann den Kunden auf bestimmte Details im Haus hinweisen, weil man einfach sich gut auskennt. Und ich denke, da ist der Kunde einfach sicher beraten und das ist, finde ich, eine Voraussetzung für den Erwerb einer Immobilie, dass man einfach die gewisse Sicherheit mit hat. Kensington Finest Properties verfügt über sehr viele Büros hier auf Mallorca, unter anderem auch international sind wir aufgestellt. Das heißt, wir sind wirklich breit gestreut und haben ein absolutes Know-how, was den Immobilienmarkt angeht. Wir haben Kollegen, die unter anderem schon 20 Jahre bei uns in der Firma arbeiten und davon profitieren natürlich jüngere Generationen und auch, man kann sich gegenseitig unterstützen. Wir sind füreinander da und ich denke, das zeichnet uns als Team aus. Und es macht einfach Spaß, zusammenzuarbeiten, würde ich sagen. Also das ist mein Grund, warum ich bei Kensington arbeite, weil es geht einfach um die Menschen dahinter. Und klar, die Marke ist das eine, aber schlussendlich sind wir ja alles Menschen, die gerne mit Menschen arbeiten. Und wir bringen eine Dienstleistung an einen Kunden. Und wir möchten natürlich, dass der sich auch wohlfühlt. Und wir sehen das Ganze, glaube ich, in der Richtung und fahren damit auch ganz gut. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man. Das ist ein Zuhause, in dem man sich wirklich wohlfühlen kann. Ich würde sagen, willkommen und welcome zu dieser luxuriösen Wohlfühloase, einem Wohntraum der absoluten Superlative.